AWD hat den Landespreis für die beispielhafte Beschäftigung schwerbehinderter Menschen für den Bereich öffentlicher Dienst bekommen. Dafür haben wir als Schwerbehindertenvertretung auch in der ADD in Trier und den Außenstellen gemeinsam mit der Dienststellenleitung sehr viel getan. Aber es ist uns natürlich auch Verpflichtung für die Zukunft, denn es gibt noch sehr viel zu tun. Diese Rampe ist 2003 nach einem kleinen Kampf entstanden und es stellt sich raus, dass sie nicht nur für Rollstuhlfahrer, sondern für alle gut zu nutzen ist. Ich heiße Gabriele Müllers. Ich bin 43 Jahre alt und arbeite seit Juli 2010 hier bei der ADD in Trier in der Schulabteilung. Ich arbeite gerne hier, da der Umgang mit den Kollegen sehr nett und freundlich ist und unkompliziert. Mein Name ist Martin Schulte. Ich bin Referent und stellvertretender Referatsleiter im Referat Kommunalaufsicht bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion. Ich bin Jurist und arbeite mit Gesetzestexten. Um diese Gesetzestexte lesen zu können, bedarf ich eines Hilfsmittels, insbesondere einer elektronischen Lupe, die mir ermöglicht, diese Texte lesen zu können. Der Preis ist für uns Ansporn, die Barrierefreiheit unserer Arbeitsplätze weiter zu erhöhen. Das Ganze gibt es allerdings nicht zum Nulltarif und darum hoffen wir, dass die entsprechenden Haushaltsmittel auch künftig zur Verfügung stehen werden. Jungen Leuten mit Behinderung kann ich nur empfehlen, sich auch auf unsere Arbeitsplätze zu bewerben. Sie finden dort ein gutes Arbeitsumfeld.